Einen wunderschönen guten Nachmittag und willkommen bei den Alrix. Heute ist eine sehr besondere Runde für uns. Die Alrix haben 1000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank für eure tolle Unterstützung, eure wunderbaren Kommentare, eure Likes und natürlich eure Spenden. Die helfen uns auch immer sehr. Wir haben lange überlegt, was wir denn zu diesem Anlass machen können und sind, denke ich, zu einem Ergebnis gekommen, das euch gefallen wird. Wir alle spielen sehr, sehr gerne Cthulhu, haben jetzt aber schon länger keinen Content zu Cthulhu mehr auf diesem Kanal geliefert, da wir alle anderen angekündigten Sachen sozusagen abgearbeitet haben, DSA, Game of Thrones. Und ja, wir haben unseren Content zu Cthulhu mit einer ganz besonderen Runde begonnen, die für mich mehr oder weniger abgeschlossen war. Es ging ja auch für einen der Charaktere nicht besonders gut aus. Und ich wusste ehrlich gesagt lange nicht, wie wir da fortsetzen können, damit das keine Wiederholung ist und ja, einfach spannend für euch bleibt. Ihr habt euch aber lange eine Fortsetzung gewünscht und anstatt für unser 1000-Abo-Spezial etwas Neues anzufangen, hielten wir es für eine gute Idee, nochmal zu unseren Anfängen in Cthulhu zurückzukehren. Daher freue ich mich ganz besonders auf den Lukas mit Dr. Lartis D.Y.D., auf den Podrick mit Richard Dick Jones von Jones & Jones Logistics und Bergbau, den Mario mit Mr. Lawrence St. Martin und einen Neuzugang unter den Charakteren, über die wir dann während des Spiels noch mehr erfahren werden. Wenn ihr nicht wisst, von welchen Charakteren wir hier sprechen, kein Problem, holt einfach unsere Playlist zu Spuk im Corbett-Haus und das Geheimnis des Schwarzwaldhofs nach. Das sind die ersten beiden Abenteuer mit diesen Investigatoren und wir setzen heute etwa ein Jahr nach den Ereignissen um den Schwarzwaldhof fort. Bei uns war es kein Hof im Schwarzwald, sondern in Dartmoor, da wir mit dieser Runde einfach in London spielen und in London bleiben wollen, also in England. Über das Abenteuer selbst werde ich hier noch nichts verraten. Wir befinden uns in London und werden uns an die Nordküste von Cornwall begeben. Einiges davon könnte euch bekannt vorkommen. Ich habe hier zwei Kaufabenteuer gemischt und wie immer mit sehr viel Eigeninterpretation gewürzt. Wir werden am Ende dann wieder eine kleine Nachbesprechung machen, in der ich dann genauer auf die Handlung und all meine Änderungen, anfallende Fragen und so weiter eingehen werde. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit vier unserer besten Charaktere und Luraft. Ein verregneter Mai 1922, London. Dr. Lartis T.Y. Deed sitzt wie jeden Morgen im Wohnzimmer seines Hauses und lässt sich das gekochte Frühstücksei schmecken. Es ist jenes Haus am Nunhead Cemetery, das Dr. Deed vor 2 Jahren gekauft hat und das inzwischen eine umfangreiche Renovierung genossen hat. Luraft, der todesmutigste Butler Londons, stellt gerade eine Tasse frisch gebrühten Kaffees vor dir auf den kleinen Tisch, als der Türklopfer energisch betätigt wird. Ich werde sofort nachsehen, Sir. Erwarten Sie Mr. Jones zu so früher Stunde? Was? Nein, nicht, dass ich wüsste, Luraft. Aber vielleicht benötigt er schon wieder Morphium. Oh, denken Sie nicht, dass Sie ihm zu viel geben, Sir? Solange er seine Arbeit für mich tut, ist mir das egal. Und wenn er dann doch das Zeitliche siegen sollte, finde ich sicher einen Verwendungszweck für seinen Körper. Sehr wohl. Letzteres werde ich ihm nicht ausrichten. Geht aus dem Raum. Er öffnet die Tür und es ist in der Tat Mr. Jones. Ja, Luraft. Mr. Jones, guten Morgen. Ist der Doktor? Ist er schon wach? In der Tat, er sitzt beim Frühstück. Sie kennen ja den Weg. Ja, danke, Luraft. Guter Mann. Ich gehe an ihn vorbei. Ich kenne das Dietshaus. Ich gehe schnurstracks in die Küche. Siehst noch, wie er die Tür zumacht hinter dir. Dr. Deed! Mr. Jones, welch angenehme Überraschung zu solch früher Stunde. Guten Morgen, Doktor. Luraft hat scheinbar euer Klopfen schon erkannt. Er wusste, dass ihr an der Tür sein müsst. Wirklich? Naja. Dr. Deed, ich bräuchte wieder meine Medizin. Mhm. Nun, die benötigt ihr in letzter Zeit sehr häufig. Ja, aber können Sie es mir verübeln?
das, was wir vor einem Jahr erlebt haben. Ihr solltet euch schön langsam wieder fangen von diesem Ereignis. So schlimm war das doch nun auch wieder nicht. Aber, Dr. Diet, ich habe gesehen, wie ich selbst verändert bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Sich selbst zu sehen? Nun, ich war dabei. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ja, aber wieso berührt euch das überhaupt nicht? Das war der Horror. Es war der perfekte Freund für mich. Der Tod ist auch nur eine weitere Schwelle in unserem Leben. Ja, aber habt ihr euch nicht gefragt, woher dieses Ding, diese Pflanze kam? Nun, ich frage mich viel eher, wie wir sie wieder zurückbekommen. Das war ja ernst? Da fällt mir ein, Leraft. Er betritt wieder den Raum und hat deine Arzttasche dabei. Hier ist ihre Tasche, Sir. Danke. Vielleicht. Das Morphium ist drin. Ja, vielleicht wollt ihr Mr. St. Martin hochholen und dem sagen, dass unser guter alter Freund hier ist. Vielleicht wollen wir alle zusammen eine Tasse Kaffee trinken. Sehr wohl. Gut. Nun, ja. trinkt erstmal eine Tasse Kaffee. Schenkt euch selbst ein. Okay. Du siehst, wie, was immer du gerade tust, wie Leraft zu dir kommt. Mr. St. Martin, gedenkt ihr, mit uns zu frühstücken? Gibt es Kaffee? Selbstredend. Die Menge, die ich auch gestern schon verlangt habe? Natürlich. Also Mr. Jones ist gerade eingetroffen, daher würde ich mich beeilen an ihrer Stelle. Mr. Jones. Ja, wieso nicht? Geh vor. Selbstverständlich. Dann geht ihr hinauf. Wie ihr ja wisst, arbeitet Mr. St. Martin jetzt in meinem Labor und forscht an diversen Dingen. Macht er sich nützlich? Natürlich. Wie angedeutet, versuchen wir auch diese Pflanze wieder zu erlangen. Aber ich meine, das könnte doch ziemlich gefährlich werden. Nun, nicht so lange wir das unter Kontrolle haben. Gut. Ah, da seid ihr ja. Oh, guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, St. Lawrence. Mir wurde Kaffee versprochen. Ja, natürlich, hier. War eine harte Nacht und das Ziel ist noch nicht vorbei. Wie spät haben wir es überhaupt? Oh, es seht auf die Morgen. Uhr. Ah, erst, alles klar. Habt ihr schon wieder durchgemacht die Nacht? Wohin soll das noch führen? Es gibt Menschen, die haben eine etwas gehobene Arbeitsmoral. Was machen sie aktuell in der Hafenabend? Was? Ich? Außer euch zu kratzen. Ja, meine Medizin. Trink doch erstmal Kaffee. Ich habe beruhigt. Die Tasse habe ich in einem Satz ausgerufen. Jetzt kommt Leraft mit einer neuen Kanne herein. Frisch aufgebrüht, die Herren. Er schenkt zuerst dir ein. Ich hörte Beschwörungsformeln gestern Nacht. Verlief es zufriedenstellend? Hast du wieder ein großes Ohr gemacht, Leraft? Auch Sie noch etwas? Ja, danke. Ja, Statusbericht, Dr. Dietz. Die Vorbereitungen laufen. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir regeln müssen. Zum einen der Transport. Transport? Kann außerdem ich da Rohmaterial. Ich schlage eventuell eine Ratte vor. Nun, ich würde vorschlagen, wir werden dieses Gespräch auf etwas später verschieben, denn unser Freund hier braucht sich doch nicht mit unseren Vorhaben abzuquälen. Nein, denke ich nicht. Ich habe nicht so eine mentale Stabilität wie ihr. Man sieht es. Wie ist das jetzt mit meiner Medizin, Dr. Dean? Nun gut. Oh, Verzeihung. Ich habe keine Tasse. Ja, dann nimm doch meine... Die Arzttasche steht schon da. Scheinbar hat wieder niemand an den armen Butler gedacht. Dann geht er hinaus. Nun, ihr könnt euch doch selbst... Ich nehme meine Tasse in Kaffee der Küche. Ich zieh die Spritze auf. Nun. So. Ich hoffe, damit ist euch Erleichterung verschafft. Ich antworte nicht, ich bin im Dämmerzustand. In dem Moment hört ihr... Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergehen soll mit ihm. Erneutes Klopfen an der Tür. Doch, haben Sie schon mit einer Quecksilberkur versucht? Wäre auch eine Idee. Leraft. Oh, es klopft! Da ist jemand an der Tür! Leraft, seht mal nach, wer das sein kann. Wir erwarten doch niemanden. Du hörst Schritte draußen. Grundgütiger, nicht mal eine Tasse Kaffee kann man in diesem Haus genießen.
Dann öffnet er die Tür und ihr hört nur, wie er sagt: Oh! Kann ich Ihnen helfen? Der Raft, wer ist da? Das weiß ich noch nicht, Sir. Guten Tag, Mr. Le Raft. Le Raft, Mr. Nun, Le Raft, wer ist da? Sir, bitte! Mr. Le Raft, darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Aurelia von Güldenstein und ich bin, sagen wir, in geschäftlicher Natur hier. Ich denke, Ihr Vorgesetzter Mr. Deed und ich verbindet einiges an Geschäftsinteresse. Oh. Würden Sie mich hier reinbitten? Le Raft, wisst ihr denn nun schon, wer da ist? Na, haben Sie einen Termin oder kommen Sie wegen den Führungen? Nun, weder noch, aber wie gesagt, ich bin geschäftlicher Natur hier. Und ich bin mir sicher, Ihr Herr wäre sehr verärgert, wenn Sie mich hier draußen im Regen stehen lassen würden. Ich bin sehr verärgert, dass Le Raft nicht antwortet. Das wäre er mit Sicherheit. Bitte treten Sie ein. Ich bringe Sie zu ihm. Und er führt dich einen kurzen Gang entlang und dann nach rechts, glaube ich, war es, das Wohnzimmer. Mhm. Dann siehst du ihn. Hinter ihm die wohl hübscheste Frau, die du je gesehen hast. Hallo. Darf ich ankündigen, Miss Aurelia von Güldenstein? Sehr erfreut. Guten Tag, die Herren. Sie haben sehr hübsche Hände, wenn ich das sagen darf. Vielen Dank. Dr. Diet, nehme ich an? Ja. Und die Herren hier, lassen Sie mich raten. Mr. St. Martin und Mr. Jones. Dick Jones von Jones & Jones Logistics. Mr. Jones. Nun, meine Herren, Sie kennen mich nicht. Nein. Sind Sie an unserer Führung interessiert, dann würde ich Sie bitten, nun, in ein paar Tagen wiederzukommen. Vielleicht später, aber sagen wir mal so, Geschäftliches bringt mich hierher. Dr. Diet, ich denke, Sie und ich, uns verbindet ein gemeinsames Interesse. Und ich denke, ich schieb ihm so zwei Zettel hin. Sie sollten sich das ansehen. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Tee, Morphium? Oh, sehr gerne. nun mit einem Kaffee sehr gerne. Und ich setze mich in einen freien Sessel und lasse mir so einen Kaffee bringen. Ich setze mich gegenüber und schau gruselig. Also, Miss Güldenstein? Güldenstein, von Güldenstein. Ist das ein deutscher Name? Ganz richtig, Mr. Jones, Sie liegen goldrichtig. Was schlägt Sie hier? Nun sagen wir, das Geschäft verschlägt mich nach London. Sie sind eine Geschäftsfrau. So könnte man es nennen. Und wo ist Ihr männlicher Partner? Was heißt hier männlicher Partner? Nee, Wahnsinn. Sie können doch nicht alle Ihre Geschäfte alleine machen. Nun, da haben das Sie leider recht. Die Büroarbeit, die Buchhaltung. Nun ja, im Hintergrund ein Manager, aber der ist nicht der Rede wert. Eine sehr zurückgebliebene Denkweise, mein Freund. Hey. Sehen Sie, Dr. Diet sagt es. Bin noch vom alten Schlag, was soll ich sagen? Miss, was machen Sie beruflich? Wie gesagt, ich bin Geschäftsfrau. Gibt es da ein paar mehr Details? Mit was handeln Sie? Nun, es ist kein klassischer Handel, sagen wir. Ich stelle einen Kontakt zur Geisterwelt her. Aha. Alles klar. Nun, also, die Herren. Woher kennt ihr denn eigentlich meine beiden Kollegen? Ich meine, ich habe ein respektables Transportunternehmen, aber. Nun sagen Sie, eine gute Freundin von Ihnen hat es mir verraten. Von mir? Was? Was, Betty? Nein, ich denke, sie hört auf den Namen Elizabeth, wenn ich mich recht entsinne. Ich kannte eine Elizabeth, doch die ist tot, soweit ich mich erinnere. Was? Exakt, und da die besagte Elizabeth tot ist und ich nicht ihre Dienste in Anspruch nehmen kann, bin ich nun hier bei Ihnen. Was sagen Sie, Dr. Woher haben Diet? Wir überhaupt unsere Adresse? Nun, das ist hier eine sehr so interessante Geschichte, doch ich weiß nicht recht, was ich damit anfangen soll. Was mir zu Ohren gekommen ist, sind Sie doch sehr interessiert an Übernatürlichem. Und ich denke, das hier, das könnte ganz in Ihr Metier passen. Nun, mein Interesse ist in der Tat sehr von großer Natur. Ihr habt doch bestimmt gehört, dass wir hier nun regelmäßige Führungen veranstalten für wohlbetuchte Herrschaften und Damen, die sich übernatürliche Dinge aus aller Welt ansehen können in meinem Haus. Selbstverständlich. Mhm. Und mit dieser Gesellschaft bin ich selbst durchaus wohl vertraut. Mhm.
Nun, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Woher seid ihr nochmal? Aus Deutschland irgendwie, habe ich mitbekommen. Ganz genau. Magst du den Artikel vielleicht vorlesen für alle? Möchte ich den vorlesen? Und ich lasse dich vorlesen. Ich bin nicht hier. Reraft liest vor. Oh, das ist dreckig. Das ist dreckig. Sehr wohl, Sir. Geisterschiff gesichtet. Kierden. Ein unheimliches Geschehen versetzt aktuell die Bewohner unserer kleinen Stadt in Aufregung. Vor der Küste wurde eine Erscheinung beobachtet, die selbst skeptische Zeitgenossen wohl nur als Geisterschiff bezeichnen können. Zwei Tage vor Vollmond sah der allseits bekannte und beliebte örtliche Geschäftsmann Dr. Thomas Boulay als erstes das Schiff. Ich stand nachts zufällig am Fenster meines Wohnzimmers, so sagt er, als es hinter den Klippen auftauchte. Mr. Boulay berichtete exklusiv dem Kierden Kurier. Es war ein Segelschiff, das grünlich leuchtete und mit beachtlicher Geschwindigkeit vor der Küste entlang glitt. Seine Segel hingen in Fetzen, und als ich mein Fernglas zur Hand nahm, erkannte ich an Deck die regellose Gestalt eines skelettierten Menschen, grundgütiger, ein Knochenmann, der so grün leuchtete wie das Schiff. Dann verschwand der Segler hinter dem Cliff. Miss Lisa Westwood, die das gespenstische Schiff gestern zwei Tage nach der ersten Sichtung beobachtete, berichtete. Ganz grün war es und geleuchtet hat es auch, so wie aus sich selbst heraus. Unheimlich, ganz unheimlich, kam hinter den Klippen hervor und fuhr vor der Bucht entlang. Unheimlich, sage ich Ihnen. So etwas habe ich meinen Lebtag nicht gesehen. So gute Augen habe ich ja auch nicht mehr. Aber ich schwöre Ihnen, die Segel in den Masten hingen in Fetzen. Und ich frage mich noch, wie ein Schiff ganz ohne Segel so schnell vorankommt. So ein Spuk bedeutet nichts Gutes. Und da kommt auch nichts Gutes bei raus, meint Miss Lisa Westwood. Ob weitere Sichtungen folgen werden, bleibt zuerst abzuwarten. Noch scheint der Mond nicht voll. Und wenn es nicht zu gruselig zumute ist, da kann auch heute Nacht wieder das Meer im Auge behalten, ob es sich um eine natürliche Erscheinung handelt. Oder ist ein böser Geisterfürst vor unsere Küste gekommen? Und wenn ja, was will er von den guten, anständigen Einwohnern? Nun, so weiter und so fort. Ich denke, hier ist nichts Wichtiges mehr. Nun, im Wesentlichen handelt es hier von derselben Geschichte. Und auch hier wird die Frage gestellt, ob dieses Schiff zurückkehren mag beim nächsten Vollmond. Doch, Das bedeutet, es war vor einem Monat, Sir. Etwa einem Monat. Ja. Nun, normale Leute würden das mit einem milden Lächeln abtun. Wir haben in der Tat schon seltsame Dinge erlebt. Doch, ich hole die Windschüsse. Habt ihr denn irgendwelche Beweise, dass das nicht nur irgendein dummes Ammenmärchen ist? Denn ganz ehrlich, in irgendwelchen Zeitungen, irgendwelche abstrusen Geschichten liest man doch häufig. Da brauche ich schon ein bisschen mehr als zwei Artikel. Nun, ich denke, ein kleiner Ausflug würde Ihnen gut tun, Mr. Deeds, in diesem alten Haus zu sitzen. Das vernebelt doch auf Dauer nur die Sinne. Das letzte Mal, dass wir Urlaub gemacht haben, ist das nicht gut. Hat das nicht gut geendet. Sehen Sie, und da war auch nicht damit zu rechnen, dass etwas daran ist. Ich habe ein durchaus berechtigtes Interesse, mich diesem Fall zu widmen und herauszufinden, ob es wahr ist, und entsprechend ihn zu lösen, ein wenig Ruhm damit zu ernten. Ich möchte auch noch einmal auf diese interessante Äußerung zurückkommen mit Elizabeth. Ihr sprecht doch nicht von Elizabeth Neville? Doch. Sie kannten sie? Nun ja, sagen wir nicht zu Lebzeiten. Und ihr wollt uns doch nicht weismachen, dass ihr als Medium mit ihr in Kontakt getreten seid. Genau. Ich würde mich selbst eher als Geschäftsfrau mit dem Kontakt mit dem Übernatürlichen bezeichnen, weil mit einem billigen Medium hat das nichts zu tun, aber es trifft den Nagel doch recht gut auf den Kopf. Was meint ihr denn? Das sage ich Ihnen nachher unter vier Augen. Dann frage ich Sie, wenn Sie wirklich mit ihr geredet haben, wie ist sie gestorben? Nun, ich habe eine Idee. Mr. St. Martin, sie verzeiht Ihnen im Übrigen. Was will sie mir denn verzeihen? Sie hat das selbst so gewollt. Ich bin schockiert. Ich hätte eine Idee. Ihr könnt doch Mr. Jones ein bisschen etwas erzählen darüber, was ihr angeblich von Miss Neville wisst. Und vielleicht können wir kurz über ein paar Dinge reden. Ich bin sofort wieder hier für sie. Machen wir zuerst euch beide. Ja. Ich rate zur Vorsicht.
In den okkulten Kreisen ist es heutzutage so eine Art Trend, sich als Medium hinzustellen und von reichen Bürgern ordentlich Geld aus der Tasche zu ziehen. Oh, ja, natürlich. Ich meine, sie sieht ja sehr aufreizend aus, das muss man zugeben, aber... Alles, was sie uns bisher erzählt hat, könnte sie problemlos aus irgendwelchen Zeitungen entnehmen haben. Aber woher hat sie diese Sache mit sie verzeiht? Ach, das ist doch nur eine aussagelose Phrase. Sie könnte gedeutet haben, wie wir reagieren, als sie den Namen erwähnt hat. Da habt ihr natürlich recht. Und dann dementsprechend. Aber lassen wir diese Dame mal außer Acht. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Das könnte eine Ente sein. Meint ihr, es ist es wert, unsere Forschung hier kurzzeitig abzubrechen, die nächste Führung abzusagen und eine Reise dorthin zu riskieren? Ja, die Führungen treffen mich ja ohnehin nicht, aber ich könnte Nun, aber das Geld, das dabei rauskommt, dient eurer Finanzierung. Er hat genug Geld. Ja, doch, ihr wisst, das Geld kommt nicht von alleine. Mhm. Unter Umständen könnten wir, falls an diesem Ereignis in Cornwall etwas dran ist, eventuell ein bisschen PR herausschlagen für das Dieter. Ich möchte das nur dann machen, wenn wir etwas davon haben im Endeffekt. Ah, naja, wie lange ist unser letzter Urlaub her? Ein Jahr, genau. Die Frage ist, ob wir das als Urlaub betrachten können. Ich fände es prinzipiell schon mal interessant, das Ganze anzugehen, nur um eventuell einem falschen Medium in den Sand laufen zu lassen. Ne? Vielleicht gut. Stolpert sie über ihre eigenen... Nun, ganz ehrlich, ich wollte auch dieses Gespräch mit euch führen, um sicherzustellen, dass ihr ihren optischen Reizen nicht verfallen seid. Denn solche Frauen können oftmals, wie ihr da selbst sagt, ein falsches Spiel spielen. Wir sind ja nun schon einige Zeit in diesem Haus und ihr habt ja schon einige Dinge gesehen. Ich sage, so viele menschliche Bedürfnisse interessieren mich nicht mehr. Seit wann? Was haben wir noch gesprochen? Nun gut, dann würde ich sagen, wir werden uns auf diese Reise begeben, werden aber äußerste Vorsicht gegenüber dieser Person walten lassen. Und kein blindes Vertrauen, wenn ich das so Nein, auf keinesfalls. Im schlimmsten Fall würde ich gerne an ihre Hände. Ja, TY, das musst du mir nicht jedes Mal sagen, wenn eine Frau daherkommt. Ja, okay. Gut. Gut. Was habt ihr hier beide zu besprechen? Also, ich versuche sie noch ein bisschen auszuquetschen. Also, Mrs. Guldenstein. Guldenstein. Ihnen geht's eigentlich nur um den Ruhm bei dieser Sache. Nun sag mir, hat nicht jeder von uns ein gewisses Interesse daran, Geld zu verdienen? Ein gewisses Maß an Bekanntheit zu erlangen? Sind Ihnen solche Dinge fremd, Mr. Jones? In letzter Zeit weiß ich nicht, an was ich denken soll und was ich glauben soll und welche Ziele ich habe. Aber ja, sehen wir mal. Aber mich wundert es. Ich meine, sie haben ein Detail gewusst, was eigentlich nur die Herren hier in diesem Haus wissen können. Sind sie tatsächlich, wirklich ein Medium? Ich mag diese Bezeichnung nicht, aber ja, in der Tat, ich kann mit den Toten in Kontakt treten. Ich überlege so, das könnte für uns eigentlich auch von ziemlichem Vorteil sein, eigentlich. Dann hätten wir jemanden sinnvollen statt Mr. Simard. Oh, da wird gleich jemand durch die Wand gepustet. Sorry. Ich habe jetzt nur ein vorheriges. Gut. Na gut. Also... Wie viel verlangen Sie für Ihre Dienste? Mehr als Sie bezahlen können, Mr. Jones. Meine Kundschaft bewegt sich doch eher in Dr. Dietz-Kreisen. Oh, okay. Das heißt, ich kann nicht mit, keine Ahnung, meiner großen Mami reden oder so. Nein. Na, okay. Tut mir sehr leid, aber da muss ich wohl ablehnen. Na gut, also außer Ihr absolut bezaubertes Aussehen. Oh, danke, was, Mr. Jones. Was können Sie sonst noch vorweisen? Ich meine, wir sind auf einige Gefahren gestoßen. Können Sie mit Waffen umgehen? Mit Verlaub. In meinem Metier muss man nicht mit Waffen umgehen können. Ja, aber es könnte gefährlich werden. Nun, Mr. Jones, dafür habe ich ja Sie an meiner Seite dann.
Nun ja, jetzt würde ich auch gerne so etwas sagen wie, ja, Sie können sich das nicht leisten in diesem Kreis, in dem ich verkehre, aber stimmt eigentlich nicht. Ja, da haben Sie recht, Sie haben mich. Und ich bin der Mann fürs Grobe, das war ich schon immer. Haben Sie Angst vor Dynamit? Nun, ich besitze keinerlei direkte Erfahrung mit Dynamit, aber... Oh, die werden Sie schon noch machen. Angst steht mir nicht gut zu Gesicht. Dann werden wir Freunde. Dann seht ihr beide, wie Dr. Deed und dieser Mr. St. Martin wiederkommen. Ja, und deshalb sage ich, brauchen wir einfach einen größeren Kühlschrank. Gut. Ich glaube, die Kleine ist in Ordnung. Dann soll es so sein. LeRuft besorgt einen neuen Kühlschrank. Ich glaube nicht, dass es so etwas 1922... Eiskasten. Ja, Eiskasten. Besorgt einen neuen Eiskasten. Nun, die Herren, konnten Sie sich entschließen, diesen Fall mit mir anzugehen? Nun, darüber haben wir momentan gar nicht gesprochen. Nun sagt doch mal, ist es reines Eigeninteresse, das euch zu uns führt, oder gibt es da noch jemanden, mit dem ihr diesbezüglich in Kontakt seid? Reines Eigeninteresse. Ich denke, die Kleine will einfach nur rumhaben, damit sie den großen Schnösel noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Sie, sage ich ganz unverblümt. Nun, was sagt ihr zu dieser unverblümten Aussage von Dick Jones? Wie gesagt, ich bin Geschäftsfrau, wie man dies nun ausdrücken möchte. Bleibt jedem selbst überlassen. Das mag ich. Wir könnten sie einem Test unterziehen. Nun, ich denke, unser Geschäftsmodell ist ganz ähnlich. Sie mit ihren Führungen und ich mit meinen Seancen verfolgen wir nicht am Ende genau dasselbe. Nun, das bezweifle ich stark. Die Führungen sind in der Tat nur Mittel zum Zweck. Aber lassen wir dies dahingestellt. Ich würde Dr. sagen... Dr. Deed, welcher Zweck? Das hat euch nicht zu interessieren. Hat bleibt. Reichen Sie Deeds doch mal Ihre Hand, er kann aus den Linien lesen. Ich traue dem Doktor ja viel zu, aber das zählt sicherlich nicht zu seinen Talenten. Also unterschätzen Sie uns? Durchaus nicht. Nun, lassen wir das dahingestellt. Wir würden uns mit euch auf die Reise begeben. Aber ich behalte mir vor, die Reise jederzeit zu unterbrechen und wieder zurückzukehren, wenn ich den Eindruck habe, dass hier etwas nicht koscher ist. Nicht nach dem verläuft, wie ich mir das vorstelle. Oder etwas inszeniert zu sein scheint. Ich kenne euch noch nicht. Nun, Dr. Deed, das bleibt ganz euch überlassen. Gut. Gesundes Misstrauen, ja. Das ist gut. Ja, dann. Bereitet mir alles vor, nicht wahr? Habe ich gesagt, dass ihr mitfahrt? Wer soll ich sonst fahren? LeRuft. Wer passt aufs Haus auf? Du. Ja, tatsächlich. Sir, Mr. Jones ist bei weitem der bessere Autofahrer. Yeah. Nun, zudem haben wir bereits abgesprochen, dass Mr. Jones zu meinem persönlichen Schutz mitkommen wird. Mr. Jones? Das stand im Raum, ja, ich habe noch nicht zugesagt. Ich werfe dir mein bezauberndstes Lächeln zu. Kann ich mich dagegen wehren? Was hast du in Psychologie? Psychologie 70. Dann mach eine schwierige Probe auf Charme. Oh Gott. Also du brauchst einen schwierigen Erfolg. Okay. Puh. Ach nee, nicht geschafft. Ja, du kannst dich dagegen wehren. Sie versucht es zwar, aber beißt nicht an. Wenn es um die Sicherheit des Hauses geht, wir haben ja noch den... Weißt schon was? Mhm. Ich glaube, in der Tat, um das Haus brauchen wir uns nicht zu sorgen. Aber was Mr. Jones angeht, er wird in erster Linie dafür sorgen, dass wir geschützt sind. Und habe ich das richtig verstanden? Ihr würdet euch direkt anschließen bei unseren Investigationen? Nun ihr ja, seid ich würde es als Partnerschaft bezeichnen und nicht als anschließen. Gut, wenn es eine Partnerschaft ist. Eine geschäftliche Partnerschaft. Dann könnt ihr doch selbst jemanden zu eurem Schutz engagieren. Ja, aber wenn sie schon mit uns mitreist, dann
Geht das noch geil hinein? Ja, aber es bleibt euch überlassen. Aber ihr müsst euch bewusst sein, dass... Sobald die Kacke am Dampf ist, sind wir weg. Im Fall der Fälle Mr. Jones eher mit dem Schutz von uns beschäftigt sein wird. Nun, ich denke, wir werden da noch zu einem Arrangement kommen, wenn es denn der Fall sein sollte, dass es zu Waffengewalt kommt. Ja, das ist ja auch nicht gesagt. Vielleicht ist das ohnehin alles ein Ammenmärchen, was wir hier lesen. Gut, LeRaft. So. Mach alles für eine längere Reise bereit. Ich habe die Winchester bereits geholt, Sir. Sehr gut. Ja, ich nehme an, wir können in einer Stunde aufbrechen. Ich nehme an, ihr wollt auch noch Vorkehrungen treffen. Wäre es nicht um einiges schneller, wenn wir mit dem Schiff fahren? Nein, das ist die Nordküste von Cornwall. Dann müssen wir London. Fahren wir halt rum. Seit dem unteren Zipfel. Er fährt quasi wieder nach Dartmoor und etwas weiter und seit dann. Wenn wir bis zum Vollmond dort sein wollen? Wann ist denn Vollmond? Der nächste Vollmond? Ein paar Tage. In zwei Tagen, so. In zwei Tagen. Nun, dann sollten wir uns tatsächlich sehr, sehr schnell auf die Reise machen, würde ich sagen. Wie gesagt, eine Stunde. Damit geht er aus dem Raum. Hm. Ich pack schon mal den Kaffee. Pack mein Dynamit. Ja, also ihr könnt euch im Prinzip aufschreiben, was plausibel ist, was ihr tatsächlich plausibel dabei haben könnt und in einem Wagen transportieren könnt. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ansonsten, wenn ihr soweit seid, brecht ihr in einer Stunde von London auf. Und ihr braucht ziemlich den ganzen Tag zur Anreise und erreicht Kierden dann nicht vor 7 Uhr abends. Aber ich lese euch noch etwas vor. 2 Jahre nach den Ereignissen in Dartmoor durchquert ihr jene moordurchzogene Landschaft erneut. Euer Ziel ist Cornwall, eine Halbinsel mit keltischer Geschichte, an deren Nordküste sich Kierden befindet. Kierden ist ein kleiner Bad- und Luftkurort, der, abgesehen von den Zeitungsartikeln, niemanden von euch ein besonderer Begriff ist. Es würde euch nicht viel ändern, denn seit Anfang Mai hört es nicht mehr auf zu regnen und die Temperaturen halten wohl selbst die kühnsten Gäste vom Baden ab. Glücklicherweise ist keiner von euch zum Baden hier. Jetzt, 2 Tage vor Vollmond, könnt ihr den Kurort in einem dichten Schleier aus Regen und Nebel vor euch auftauchen sehen. Euer Wagen rumpelt die Hauptstraße nach dem Ortsschild entlang. Ihr habt hier eine Karte und die große, dicke Straße direkt in der Mitte ist die Hauptstraße. Im Erdgeschoss der vorbeiziehenden Häuser stehen einige Geschäfte und Wirtschaften leer. Wo die Fensterläden dieser Häuser nicht geschlossen sind, geben sie den Blick frei in leere, verstaubte Schaufenster und Geschäftsräume. Ihr folgt der Beschilderung bis zum Cornish Sea Hotel. Das ist die 1, das große Gebäude hier unten. Nur um festzustellen, dass es nicht mehr in Betrieb ist. Die Fenster im Erdgeschoss wurden mit Brettern vernagelt. Die Läden darüber sind fest verschlossen. Glücklicherweise habt ihr an der letzten Seitenstraße den Aushang für freie Zimmer in Ben's Pub gesehen. Das ist die Nummer 4. Hm. Ihr steht also jetzt beim Hotel. Vor dem Hotel. Ihr seid nicht ausgestiegen, nehme ich an, und der Regen prasselt auf das Blechdach eures Wagens. Nun, das habt ihr nicht besonders gut organisiert. Ich dachte, ihr hättet für uns ein Hotel reserviert. Nun, ich bin mir sicher, hier gibt es noch irgendetwas anderes. Vielleicht eine Herberge oder ein familienbetriebenes Bed and Breakfast. Nun, wir sind an so einem schäbigen Pub vorbeigefahren, aber... Oder wir nehmen einfach... Wir besetzen das alte Hotel. Was? Haben wir unsere Ruhe? Nun, im Besetzen von alten Häusern kennen sie sich ja aus, also... In der Tat. Ganz wie es ihnen beliebt. Das ist aber strafbar. Ihr wart schon mal hier? Ja, nein, keineswegs. Nein. Na dann, bringen wir uns vor allem ins Pub. Okay, du wendest. Ihr seht, ihr fahrt eigentlich nur eine Seitenstraße zurück. Und da, direkt an der Straßenecke, steht ein rustikales englisches Pub, so wie ihr es kennt. Nun, ich denke, LeRaft organisiert uns Zimmer. Ich werde mich in der Zwischenzeit hier an die Theke setzen und ein Gläschen Wein... Ihr seid noch nicht hineingegangen. Also,
Ja, wir gehen rein. Ja, okay. Pack mit Little Ralph die Koffer und trage es hinein. Okay. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Jones. Für dich immer. In der rustikalen Gaststube sitzen Einheimische in kleinen Gruppen an dunklen Holztischen zusammen und trinken Bier. An den Wänden seht ihr Fischernetze, getrocknete Seesterne, rostige Anker sowie nachgedunkelte Bilder mit maritimen Motiven. Das Licht stammt größtenteils von Kerzen, die in leeren Flaschen steckend überall stehen. Auf allen Tischen, auf allen Tresen stehen die Kerzen und ja, machen eine richtig teils schaurige, teils heimelige, angenehme Stimmung. Hinter der Theke, an der nochmal zwei, drei Einheimische sitzen und alle miteinander im Gespräch vertieft sind, seht ihr den Wirt herumlaufen. Er ist in seinem Element, füllt Bier aus, serviert Speisen. Dahinter seht ihr so peripher aus den Augenwinkeln einen kriesgrämigen jungen Mann, der Teller putzt. Und sofort, als ihr die Gaststube betretet, sieht euch der Wirt und kommt auf euch zu. Kommt rein, kommt rein! Wir haben noch freie Tische. Er wirkt rau, aber ziemlich freundlich eigentlich. Ich hoffe, Sie sind nicht wegen auf Urlaub hier. Wir sind im Moment kein besonders angenehmer Badeort. Wir brauchen Zimmer. Ja, natürlich, natürlich. Ihr habt Zimmer, aber wollen Sie sich nicht erstmal setzen? Hier bitte, hier haben wir noch einen freien Tisch. Erzählt doch mal, was ist mit dem Hotel passiert? Wir wollten uns dort hier eigentlich... Hier ist der freie Tisch, ich komme sofort zu euch. Hm. Dann gut, geht er wieder. Stell die Koffer hin und setz mich. Ich guck mir mal erst diese Sitzbank an. Ist die sauber? Ja, es sind ganz normale Holzstühle, Holzbänke und Holztische. Oh. Aber es ist so gut, es geht sauber. Natürlich. Es ist einfach, aber nicht schäbig. Ja. Okay. Ist es, gibt's hier Strom? Sind elektrische Leitungen? Du siehst keine. Solche. Ich sag's jetzt mal, also Seemänner, Pubs, wie das scheinbar eins ist, haben doch meistens irgendwelche, naja, als wird das viel Seemannsgarn gesprochen. Gibt's vielleicht irgendwelche Stücke an der Wand, die irgendwie so wirken, als können sie eine coole Geschichte erzählen. Möchtest du dich dahingehend umsehen? Genau, ja. Mach doch eine Probe auf, was würde denn hier passen? Mach's auf Horchen, das passt am besten. Horchen? Ja. Horchen? Horchen. Okay, whatever you say. Eine Geschichte vielleicht aufzuschreiben. Da ist es. Der weiß, dass die Zähne steigen. 19! Ja, normaler Erfolg. An den Wänden siehst du nichts. Nichts Auffälliges, also wirklich rustikale, seemännische Motive und dergleichen. Aber das Gesprächsthema der Gäste kreist größtenteils um zwei Dinge, kannst du herausfiltern. Das erste ist ein grün leuchtendes Schiff mit zerfetzten Segeln und das andere ist das unheimliche Gekreische der Möwen letzte Nacht über etwas, das die Einheimischen hier als Kierden Castle bezeichnen. Aber ihr habt kein Schloss, keine Burg, nichts dergleichen gesehen, als ihr hier angekommen seid. Dann kommt der Wirt wieder an euren Tisch. So, entschuldigt, ich hatte noch andere Gäste zu bedienen. Also, was darf's denn sein? Nun, bringt uns doch eine Flasche von eurem besten Rotwein. Ja, Pinot Noir. Wenn ihr das habt. Aber ich kann mit Bier dienen, Sir. Oder Kaffee oder Tee. Ich kann euch auch ein gutes englisches Abendessen zaubern. Spiegeleier, Speck. Oh. Ja, Whisky? Nein, tut mir leid, Sir. Dann Bier. Ein Bier. Nun, Mister, wie ist Ihr Name noch gleich? Mein Name ist Murdoch, Benjamin Murdoch. Nun, Mr. Murdoch, für mich bitte einen Tee und holen Sie sich doch ein Bier und setzen Sie sich zu uns, wenn Sie Zeit haben. Ha, wie freundlich. Wie freundlich, vielen Dank. Darf ich den Gentleman so und dann bringen? Bringt mir auch ein Glas Bier. Und doppelten Schwarzzucker. Raft, was möchtet ihr? Einen ordentlichen Humpen Bier. Sehr wohl, sehr wohl. Und er geht. Ein Glas Wasser. Da drüben, da an der Theke, da sitzen zwei. Die habe ich schon überhört, die reden über dieses Schiff. Und über noch so manches andere. Dann ist es zumindest nicht nur in einer Zeitung erwähnt.
Ja, vielleicht sollten wir mit den Einheimischen mal ins Gespräch kommen. So gesehen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier gelandet sind und nicht im Hotel. Fangen wir mit dem Wirten an. Fangen wir gleich zu Murdoch, ja. Ich denke, der hört so einiges. Der müsste wissen. Was mich noch interessieren würde, wie seid ihr nochmal auf diese Geschichte überhaupt gekommen, wenn ihr noch nie hier wart? Purer Zufall. Purer Zufall. Und wie seid ihr auf Elisabeth Neville gekommen? Nun sagen wir mal so. Purer Zufall? Wenn man zufällig von Geisterschiffen hört, sucht man sich natürlich Unterstützung, die einem helfen könnte. Was würde sich da anbieten? Eine Exorzistin vielleicht, wenn es sich um Geister handelt. Leider ist die erfolgreichste und bekannteste Exorzistin tot, aber... Naja, sie hat wohl einige Gefährten zurückgelassen, die ebenfalls einiges an Talent zu besitzen scheinen. So bin ich auf sie gekommen. Das hat sie gesagt, dass wir Talent haben? Ah, nun ja, sagen wir, sie hat es ein wenig umschrieben. Was hat sie über mich gesagt? Was hat sie über mich gesagt? Nicht viel, Mr. Jones. Was meint ihr denn mit dir, umschrieben? Nun, Mr. Deed, jetzt seien Sie doch nicht so neugierig. Nun, ihr versteht doch wohl, dass ich etwas skeptisch bin und ein bisschen mehr... Sagen wir so, ich erzähle Ihnen mehr davon, wenn Sie mir etwas über Hände und verstorbene Frauen erzählen. Was für verstorbene Frauen? Ihre zum Beispiel. Miss Neville erwähnte auch etwas dahingehend, dass sie irgendwelche Gelüste mit Händen hätten. Was hat ich es damit auf keine sich? Keine Gelüste mit. Ach, sie greifen doch nur das Thema von vorhin auf, um uns da irgendeine Geschichte zu verraten. Ja, St. Martin. Mhm. Ich weiß nur einfach, hübsche Frauenhände zu schätzen. Meine Frau hatte sehr hübsche Hände. Genau hier wird euer Gespräch unterbrochen und der Wirt kommt mit diesem kriegsgrämigen jungen Mann, etwas grob, schlächtig, groß, sieht ihm aber ähnlich an euren Tisch und sagt nur, seid vorsichtig, Dylan, verschütte es nicht wieder. Und er stellt euch immer noch sehr desinteressiert, stellt euch eure Getränke hin. Der Wirt stellt dir den Tee hin und hat auch noch einen kleinen Teller Kuchen dabei. Hier bitte sehr, ich habe mir erlaubt, einen Teller Kuchen hinzuzufügen. Miss, geht aufs Haus, die eine Jennifer Lee von der Klippenwirtschaft hat ihn vorbeigebracht. Oh, vielen Dank, Mr. Murdoch, das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Klippenwirtschaft? Ja, das ist, er nimmt sich sein eigenes Bier und setzt sich hin. Das ist das zweite Etablissement, das Gäste bewirtet, das hier noch offen hat. Was heißt, das hier noch offen hat? Haben Sie hier Schwierigkeiten? Oh, ja, schon länger. Wir hatten einmal ein großes Hotel, Mr. Boulay hat es aufgebaut. Es lief über 20 Jahre, sehr, sehr gut. Wie hieß der gute Mann? Tom Boulay? Ja, Thomas Boulay, ja. Von ihm haben wir gelesen in der Zeitung, der hat dieses Geisterschiff gesehen. Oh, ja, in der Tat. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn nicht ein so renommierter und tüchtiger Geschäftsmann wie er es ebenfalls gesehen hat. Ja, was können Sie darüber sagen? Ja, gar nichts. Ich habe es nicht gesehen, aber wir haben drei Leute hier in Kirden, die es gesehen haben. Und mit denen hat auch die Zeitung gesprochen. Nur drei Leute? Ja. Nun, und wenn Mr. Boulay denn so ein tüchtiger Geschäftsmann war, warum musste er sein Hotel schließen? Ja, das müssen Sie ihm selbst fragen. Oh, ja. Wo das finden wir ihn denn? Er wohnt beim Strand, bei der Strandpromenade. Er beschreibt dir, du siehst ja die Karte, das Haus Nummer 7. Also vor dem Hotel, nicht vor dem Hotel, also direkt vor seinem Pub nach rechts. Und dann die nächste Seitenstraße nach links. Und neben dem Hotel, ja. Genau. Mhm. Dann kommen Sie zu ihm hin. Nun, Sie sagten, drei Leute hätten es gesehen. Wir wissen aus der Zeitung, dass es eine Frau Westwood auch gesehen hat. Wer ist die dritte Person? Deborah Carey. Miss Deborah Carey ist die dritte Person. Beides sehr, sehr nette alte Damen. Okay, und was macht sie? Welchem Gewerbe ist sie tätig? Sie ist verheiratet. Das beste Gewerbe. Schon wieder Geschäftsleute, Dates. Wieder Geschäftsleute hier. Ich sage Ihnen, die Geschichte stinkt irgendwie. Und was führt Sie hierher? Nun, ich will ganz offen sein. Dieses Geisterschiff. Oh!
Tatsächlich. Danke, ha. Ja. Ich hab wirklich gewartet, bis du euer Bier sagst, ist sehr gut. Wir haben erst gestern darüber gesprochen, ich und ein paar der anderen, ob tatsächlich irgendjemand hierher kommen würde. Ob der Artikel irgendeinen Effekt hat oder ob es... Wie meint ihr das? Verläuft. Was hätte denn der Artikel für einen Effekt haben sollen? Naja, solche wie ihr, Geisterjäger. Wir sind keine Geisterjäger. Wie kommen Sie auf den Gedanken, dass wir Geisterjäger sind, Mr. So Murdoch? Danke, so. Seht doch das Wetter. Der Urlaub kann es jetzt nicht sein. Hoffe ich zumindest. Sonst tut es mir sehr, sehr leid für Sie, denn genau das ist in dieser Saison unser großes Problem. Das heißt, es verirren sich in dieser Saison normalerweise wenige Touristen in eurer Stadt? Oh, wir waren immer ein sehr, sehr angesehener Ort. Es kamen immer viele Gäste zu uns. Aber auch in dieser Saison, wenn es neblig ist. Nein, wir sind ein Bade- und Luftkurort. Das heißt, mehrerlei Geschichten und die Leute, die sie anlocken, könnten euch auch zugutekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht. Also, sie sind die Ersten. Keine Ahnung, ob uns das zugute kommt. Keine Ahnung, ob da etwas dran ist. Nun, aber ihr habt gesagt, ihr wärt gespannt, ob jemand kommt. Ja, natürlich. Wieso? Also wir werden hinausgehen und nachsehen, ob wir es sehen können. Wieso ist dieser Kurort nicht mehr so gut besucht wie früher? Was ist passiert? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müssen Sie mit Mr. Boley reden, er weiß wahrscheinlich, warum sein Hotel nicht mehr so gut geht. Die Gäste sind einfach ausgeblieben. Aurelia? Welche Zeitung hat diesen Bericht herausgegeben? Plymouth Daily ist es, glaube ich, gegeben. Plymouth Daily, ja. Das ist ein Nachbarort. Ein Nachbarort? Ja. Aha. Na, dann werde ich die, glaube ich, am nächsten Morgen direkt mal besuchen. Das halte ich für eine gute Idee. Nun, ich denke, wir sollten uns eher die Ortsansässigen vornehmen, die dieses Schiff gesehen haben sollten. Finde ich eine gute Formulierung. Also, aber es kann dem Ort natürlich sehr zugute kommen, würden sich jetzt mehrere Leute hierher verirren. Meinen Sie? Ich könnte es mir gut vorstellen. Oh, aber ist das denn echt, dieses Schiff? Ich meine, das ist also... Spielt das eine Rolle? Ja, das spielt eine verdammt große Rolle. Also ich möchte nicht in einem Ort leben, an dem ein Geisterschiff vor der Küste herum... Sobald wir mehr davon wissen, werden wir es Ihnen sagen. Ich kann euch versichern, Leute, auch viele Leute, die gut bezahlen können, werden von derlei Dingen angezogen. Also ich weiß, dass Miss Westwood kein Auge mehr zutut in der Nacht, seit sie es gesehen hat. Wenn sie es gesehen hat. Und stellen Sie sich mal vor, die Fischer hier, wir haben hier eine Fischfabrik, wir leben von der Fischerei. Die müssen alle da raus, in den Gewässern, in denen ein Geisterschiff herumsegelt. Miss Westwood und Mrs. Carey, die sind beide hauptberuflich verheiratet, habe ich das richtig? Ja. Was machen ihre Ehemänner? Nun, der Mann von Miss Westwood ist leider verstorben vor 8 Jahren. Und der Mann von Miss Carey arbeitet in der Fischfabrik, ist Fischer. Ist einer derjenigen, der da hinausfährt. Und er hat es nicht gesehen, aber sie hat es gesehen, obwohl er hinausfährt? Wie spät ist es jetzt? Entschuldigung. Wird 8 ungefähr. Morgens. Nein, abends. Schon am Abend angekommen. Und Miss Westwood lebt von dem Vermögen, das ihr Gatte hinterlassen hat? Ja, Vermögen ist es nicht, aber es reicht wohl zum Auskommen. Sie hat ja auch noch ihre Rente. Wissen Sie zufällig auswendig, zu welcher Stunde diese Sichtung vorgefallen ist? Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid. Können Sie mir sagen, wo diese Frau Westwood lebt? Ja, sie leben beide an der Strandpromenade. Also sie fahren gleich die Straße hier draußen nach links, nehmen die erste Abzweigung nach unten. Und ja, dann müssen sie ein paar Schritte gehen. Also die Strandpromenade kann nicht befahren werden. Okay. Auf der Karte ist Mrs. Westwood Nummer 9 und Mrs. Carey Nummer 8. Nun, gut, beide leben an der Strandpromenade, so wie Mr. Boley. Ja, das ist normal das schönste Fleckchen hier. Aber leben denn dort nicht
noch viel mehr Leute? Natürlich. Und von denen hat sonst niemand das Schiff gesehen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Das heißt, drei Leute haben es gesehen. Hm. Oh, Verzeihung, ich muss kurz zu meinen Gästen sehen. Steht auf und geht kurz. Heute noch irgendwelche Menschen besuchen, halte ich für keinen guten Vorschlag. Wie wär's, wenn wir unser Zeug in die Zimmer räumen und dann ein bisschen am Strand spazieren gehen? Eine ausgezeichnete Idee, Mr. St. Martin. Das freut mich. Ich werde für schlafen gehen und morgen die Leute befragen. Nun, ich werde auch früh zu Bett gehen, aber Sie beide können sicher einen schönen Spaziergang am Strand unternehmen. Oder wir brauchen keine Telepathie. Nun, Doktor, es ist äußerst bedauerlich, dass Sie hier bleiben wollen, aber bitte. Nun, ich bin etwas müde. Verzeihen Sie, aber die Bestellung war schnell erledigt. Also, kann ich Ihnen noch etwas behilflich sein? Nun, Mr. Murdoch, vielen, vielen Dank für den Seemannsgarn, könnte man vielleicht sagen, oder die Informationen. Ich denke, Sie konnten uns schon ein Bild davon geben, was hier vor sich geht. Wollen wir nicht noch essen? Das habe ich nebenbei gemacht. Ihr habt wirklich Essen bestellt, ihr habt nur Getränke. So, ich hätte gedacht, der hat erstmal nur die Getränke gemacht. Ah, ganz genau, niemand von euch hat Essen bestellt. Nun, ja, ich habe ihn Kuchen stibitzt. Nein, hast du nicht. Den ich hätte, bevor ich zu Bett gehe, gerne noch etwas. Zu Bett? Ja, bevor ich zu Bett gehe, hätte ich... Das bedeutet, Sie wollen ein Zimmer? Das war das Erste, was ich gesagt habe, als ich hier angekommen bin. Ja, aber wir haben noch nicht, über die Abrechnung gesprochen. Ja, doch, wir wollen Zimmer. Nachdem das Hotel leer steht... Oder? Ja, zwei Zimmer, Männer und Frau. Ja, dann, wenn jeder ein Einzelzimmer möchte, komme ich in Schwierigkeiten, fürchte ich. Ich glaube, zwei. Ja, zwei Zimmer. Zwei Zimmer. Ja, wunderbar. Zwei Zimmer? Ein Vierer und ein Einerzimmer. Dylan! Habt ihr denn drei Zimmer? Mann hinter dem Tresen dabei. Habt ihr denn noch drei freie Zimmer? Ja, meine Raft ist auch so. Ja, cool. Vier und ein Einerzimmer. So. Dann bitte zwei Einzelzimmer und ein Zimmer für drei Herrschaften. ja, sehr wohl, sehr wohl. So, ihr seht den grobschlächtigen jungen Mann, der hinter der Theke vortritt. Dylan, nimm das Gepäck und trage es auf die Zimmer. Seht ihr, wie Leraf mit schnellen Schritten nach vor geht, das Gepäck ergreift? Vielen Dank, aber das schaffe ich noch selbst. Er sieht ihn an. Oh, meine Güte! Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, mein Herr, aber Sie müssen doch mindestens 60 sein. Lassen Sie sich doch das den Jungen erledigen. Ich bin 63, so. Und mein betonischer Wille ist ungebrochen. Das ist mein Leraf, die ich ihn kenne. Ein bretonischer Winter ist noch gewohnt. Okay. Gehen wir? Ja. Der Junge läuft ihm nach und zeigt ihm noch, wo das Zimmer ist. Wollt ihr nicht noch essen? Ihr habt nichts bestellt. Der ist schon fertig. Ich hätte gerne noch, bevor ich zu Bett gehe, etwas, was ihr mir empfehlen könnt. Kalb im Oh, ich fürchte, so extravagant ist's hier bei uns nicht. Ich kann euch ein paar Eier braten, ich kann euch Speck dazu braten, ein paar Bohnen servieren, Tomaten, Brot. Nun, alles zusammen, das klingt alles gut, nur die Bohnen, die lasst bitte weg. Frühstück rum. Auch wenn ich in einem Einzelzimmer schlafe, das möchte ich mir selbst nicht antun. Alles in einem Bottich zu mitnehmen. Sehr weise, Sir. Und ja, dann geht er, um die Bestellung vorzubereiten. Ihr seht, er hat hier keine Köchin oder sonst irgendwas, sondern er kocht es halt alleine hinter der Theke. Ich hoffe, der Wirt wäscht sich die Hände, wenn er kocht. Gut. Du bist dir nicht sicher, ob man das hier so macht. Dietz weiß sowieso nicht, wie man kocht. Ich meine, der hat noch nie in sein Leben gekocht. Das ist wahr. Was macht ihr? Bleibt ihr auch sitzen? Aber ich würde mir die Hände waschen. Schon, aber ihr beide? Ich habe ja Kuchen gegessen. Ja. Okay, dann seid ihr jetzt als Erstes an der Reihe. Gut, wir haben uns gerade still verständigt. Wir wollen da raus und einmal die Hauptstraße entlang gehen. Genau, Richtung Strand. Dabei müsste uns doch die Nummer 11 auffallen, oder? Okay, ihr geht hinaus in den Regen. Das Erste, das euch auffällt, ist euch, ihr werdet nass. Es ist windig und der Himmel ist komplett verhangen und zugezogen. Es ist wirklich ein Sauwetter draußen. Also mich stört sowas ja nicht. Kann ich meinen Regenschirm aufspannen? Natürlich kannst du das.
man sieht halt nicht sehr weit. Also, wenn du hier rausgehst, die Nummer 11 ist einfach nur eins der anderen Häuser, die sich in diesen Schleier aus Nebel und Regen einfügt. Da ist nichts Besonderes. Na, in dem Fall gehen wir halt weiter, oder? Nun, besonders einladend ist es hier wirklich nicht. Naja, ich würde mir gerne das Nordcliff anschauen. Wie kommen Sie ausgerichtet auf das Nordcliff? Naja, da vorne da. Dieser Vorsprung. Blickrichtung genauso. Sieht aus wie so eine Erhebung, weil dann müssen wir über einen Großteil des Meeres. Da haben Sie allerdings recht. Ist du im Nebel so weit? Das ist die Sicht, die ihr habt, wenn ihr etwas nach vor geht. Oh. Beachtet halt, kannst dass ihr... nicht sehr einladend. Genau, ihr seht... Fabrik. Ihr seht halt, also ich zeig's euch hier. Also, das hier liegt halt komplett im Nebel. Da seht ihr nicht weiter darüber hinaus. Nur hier so die Bucht und die Fabrik und hier ist etwas, hier ist ein Weg und hier sieht man vage ein Gebäude und hier sieht man vage ein Gebäude, Entschuldigung, und hier rauf sieht man gar nicht. Okay. Da müsste man wirklich warten, bis das Wetter aufklärt. Platzierung durch den Hafen? Ja, dort auf dieses Cliff möchte ich bei diesem Wetter wirklich nicht hinaufgehen. Wie sagt man hier in Großbritannien, it's raining cats and dogs? Indeed. Ja, schauen wir uns den Hafen grob an. Ja. Aber bei so einer Finsternis, glaube ich, werden wir nicht allzu viel. Es ist nicht wirklich ein Hafen, es ist das, was zu der Fischfabrik gehört. Also größtenteils Piers und so. Boote und Schiffe, die zu diesem Betrieb gehören. Und die halt der Fabrik gehören und von den Fischern quasi bemannt werden. Wirklich Yachten oder so etwas gibt es hier nicht. Wie heißt die Fabrik? Keine Ahnung, die hat keinen besonderen Namen. Gehört die nicht einem gewissen Marsch? Nein. Nein? Okay. Ziemlich unspektakulär. Nun ja, vielleicht sollten wir wieder zurück ins Trockene. Wirklich viel erkennen kann man hier nun nicht. Ich check den Horizont einmal, ob da was grün leuchtet. Diesen Nebel. Du würdest es, du weißt, dass du es nicht sehen würdest, weil du einfach nicht so weit siehst. Also ich sehe nichts. Also es könnte da draußen eine Geistererscheinung sein, aber du würdest sie nicht sehen können. Was für ein Tees. Sei denn, du setzt dich in ein Boot und ruderst einfach in die dunkle Nacht. Warum eigentlich nicht? Was ist ein Kultistenleben wert? Naja, gut, gehen wir wieder rein. Euch wird in der Zwischenzeit euer geordertes Essen serviert. Es schmeckt nicht schlecht. Also kann jetzt nicht mit den Restaurants mithalten, die vor allem Dr. Diet gewöhnt ist, aber ist jetzt auch kein übelster Fraß in einer Kaschemme. Das ist das beste Essen, was ich seit langem hatte. Wirt, das Essen ist ja nicht schlecht, aber könnte ich eine etwas sauberere Gabel haben? Oh, Verzeihung, so, natürlich. Warte mal. Das ist meine Hand. Nein, danke. Er bringt dir einen richtig schönen, sauberen Holzlöffel. Hier bitte! Oh, ja, das sieht schon eher nach etwas aus, mit dem man das genießen kann. Dylan, wasch das Besteck ordentlich ab! Ein Gast hat sich beschwert! Geheimtipp Essig. Das ist noch nicht da. Dann leuchtet. Dann glänzt. Und ja, das findet ihr vor, wenn ihr dann auch wieder ins Pub kommt. Wenig überraschend. Es regnet. Nun... Ihr seid ja schnell wieder zurück. Ja, es gibt tatsächlich wenig zu sehen. Ein wahrlich beschaulicher Ort. Und der Nebel wenig macht zu sehen wegen des Nebels oder? Sowohl als auch. Es gibt allerdings eine interessante Anhöhe. Es ist eine dieser Klippen, die geht ordentlich nach oben. Nun, ich dachte, ihr zwei würdet vielleicht trotzdem länger draußen bleiben und euch ein bisschen kennenlernen, aber gut. Dann würden wir morgen noch genauer schauen. Ich werde jetzt dieses Mal fertig genießen und mich dann zu Bett begeben. Vielleicht könnt ihr dann kurz bevor ihr zu Bett geht auch an meine Tür klopfen. Ich möchte noch mal kurz unter vier Augen mit euch sprechen. Wenn ich die Hälfte kriege. Nein. Okay. Was vier Augen sind... Achso, mit Zimmer. Du gehst schlafen. Ja, du siehst, das Zimmer ist ebenso rustikal eingerichtet, aber es ist sauber. Also das beste Zimmer, das ich seit langem gesehen habe. Angekleidet komplett, werfe ich mich ins Bett und schlafe ein. Okay.
Du siehst, das Fenster steht offen und der Laden, Fensterladen schlägt etwas innen an das Fenster. Ist es kalt? Wir haben Mai, es ist nicht wirklich kalt, es ist eher einfach furchtbar draußen, aber nicht wirklich kalt. Also wir haben... schlafe ich. Okay. Ich wackel nicht lang rum. Das macht mir nichts. Solange ich schlafen kann, schlafe ich. Okay, legst dich hin. Es kann reinregnen, aber solange es mich nicht anregnet, ist mir egal. Gerade kommt mir der Gedanke, hat irgendjemand ein Fernglas? Nein, das hättet ihr sagen müssen. Nun, Mr. St. Martin, bleiben Sie noch auf ein Tässchen Tee oder Kaffee? Lawrence. Lawrence. Ja, Kaffee Aurelia. Freut mich. Kaffee geht immer. Taschenlampe. Möglichst ich viel und möglichst warm und möglichst okay. Kalt. Nun, Sie sind eingeladen. Ich ordere noch einen Kaffee für ihn und einen Tee für mich. Natürlich, natürlich. Bist du auch da? Oder? Ich hab fertig gegessen und... Nun, ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend und wie gesagt, bevor ihr zu Bette geht, klopft an meine Tür, auch wenn ich schon schlafe, das ist kein Problem. Auf das Jock nicht anklopft. Du verstehst, DC. Ja, gute Nacht. Leb wohl. Dann seid ihr sehr bald mit einer Tasse Kaffee unter euch. Nun, Lawrence, redet der Doktor immer so geschwollen daher? Nein, es geht auch schlimmer. Durchaus. Er ist doch in einem recht... Er klingt recht archaisch, wie er spricht. Nun, er ist ein Sir, er ist ein Knight of the British Empire. Ein Knight. Interessant. Und was hat sie gleich noch zu Geschäftspartnern gemacht? Ich hatte kein Auto und brauchte eine Mitfahrgelegenheit. So begann das Ganze eigentlich. Nun, ich finde das sehr spannend, diese Führung. Was gibt es bei Ihnen zu sehen? Ja, ich schlage vor, Sie besuchen die Führung doch einfach. Ach, wollen Sie mir nicht schon ein wenig verraten? Ach nee, das wäre ja doch... Ach, kommen Sie doch. Das würde dem Ganzen doch einen Abbruch bringen. Lawrence, jetzt ziehen Sie sich doch nicht so. Ich sehe es Ihnen doch an, Sie wollen doch mit der Sprache herausrücken. Was machen Sie dort in diesem Keller eigentlich? Ihnen, also, was man bei der Führung so beobachten kann, ist zum Beispiel, wir haben einen alten Alpha-Wellengenerator, den wir auch gerne vorführen. Und solche Spielereien, ich weiß nicht, ob Sie sich dafür interessieren. Und Sie sind auch, sagen wir, in der Forschung tätig? Ja. Und schon Durchbrüche erlangt? Ja. Ich bin ganz ohr. Nein. Darf ich ganz ehrlich sein? Würfeln, um ihm was aus der Nase zu ziehen? Klar kannst du. Was hast du auf Psychologie? Ich? Ja. Psychologie 10. Okay, dann brauchst du einen regulären Erfolg, um ihn zu bezeichnen. Auf Scham? Ja. Ja, das haben wir doch geschafft. Jesus. Oh. Kurz für die Wunder. Zuschauer, mein Schamwert ist 99, also ich kann eigentlich... fast nicht versagen. Nur Crit failen oder... Okay. Nur Crit failen oder wenn es erschwert wird. Sag mal, du triffst meine Ader und ich fange zum Faseln an. Ich streife aber jedes Thema nur grob. Zum Beispiel berichte ich... Na, jetzt habe ich einen Keks, na toll. Zum Beispiel berichte ich, dass wir gerade an einer Art Pflanze die Wachstumsrate bestimmen wollen. Handelt sich dabei vielleicht um dieses pilzartige Klongewächs, Mr. Sint? Lawrence? Es könnte sich um Pilze handeln. Klone? Ich verwende diesen Ausdruck nicht. Oh, wie nennen Sie es denn? Ich glaube, ich habe zu diesem Thema genug gesagt. Ihr seht, wie Mr. LeRaft herunterkommt, sich an euren Tisch setzt und der Wirt fragt auch ihn, ob er das will und er möchte nur eine Tasse schwarzen Kaffee mit Milch, bitte. Das geht auf mich, Mr. Murder, by the way. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich bin jetzt nicht mehr im Dienst. Wenn Sie etwas wollen, erledigen Sie es selbst. Nun, Mr. LeRaft, was machen Sie eigentlich so in Ihrer Freizeit? Ich habe keine Freizeit. Das ist wirklich äußerst bedauerlich, aber Sie meinten doch gerade, Sie sind jetzt nicht mehr im Dienst. Also. Ja, jetzt trinke ich Tee, weil der Doktor schläft. Soll er aufwachen, ist die Teepause beendet. Vermutlich. Nun denn, dann wünsche ich Ihnen einen vorzüglichen Genuss dieses fabelhaften Getränks. Wissen Sie, in Deutschland haben wir nicht so guten Tee wie hier, das habe ich schon bemerkt. Nun, was Tees betrifft, denke ich, sind wir weltweit fast unschlagbar.
Nun, dem kann ich nicht widersprechen, Mr. Raft. In der Entfernung weint ein Chinese. Ich muss das seit vorhin eventuell überhört haben, aber habe ich gerade richtig gehört, Sie sind Deutsche? Ja, durchaus. Ah, nun, ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett. Oh, Lawrence, das werde ich jetzt mal nicht persönlich nehmen und es einfach nur auf das schlechte Wetter draußen zurückführen. Lawrence, für Sie, gute Nacht. St. Martin geht und Leraft bekommt seinen Tee. Ein etwas unangenehmer Zeitgenosse, ich weiß, aber im Grunde ist er erträglich. Solange er arbeitet, fokussiert. Ich glaube, wir haben gerade auf einen Schlag alle deutschen Fans verloren. Nein, das ist doch nur der Kampf. Nun, Mr. Leraft und ihr Dienstgeber, ist der auch nur erträglich, oder? Das trifft es aber, glaube ich. Das wäre nicht das Wort, das ich verwenden würde, Miss Güldenstein. Sondern welches Wort würden Sie denn verwenden, Mr. Raft? Verrückt. nun, ganz vorzüglich. Typical und, Sie wurden in diese Abenteuer Ihrer Herrschaften hineingezogen? Oder Sie wurden gezwungen? In der Tat, als aufrechter Butler bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Herren in jedweder erdenklichen Angelegenheit zu unterstützen. Nun, das ist wirklich sehr ehrenhaft. Man tut, was man kann. Nun, ich denke, ich werde mich auch langsam zu Bett begeben. Bestellen Sie sich gerne noch einen Tee auf meinen Namen. Vielen Dank. Doch, das ist nicht nötig, Miss Güldenstein. Wir haben genug Geld, um dieses Etablissement hier zu kaufen. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob der Doktor Interesse daran hat, dieses Etablissement zu kaufen, aber wie auch immer, falls nicht, wie gesagt, bestellen Sie auf meine Rechnung. Hört das Murdoch-Klingel dann auf? Vielen Dank. Nein, das ist besonders. Okay, okay. Gott sei Dank. Dann gehst du und lässt Raft hier sitzen. Ihr alle begebt euch zu Bett. Was? Nee, ich würde noch bei ihm klopfen. Ach so, ich weiß. Ja. Also das habe ich ja. Ihr alle begebt euch hinauf zu euren Zimmern. Ich soll den ja besuchen. Das habe ich jetzt voll vergessen. Wer macht was? Er darf zuerst, weil der ist ja früher gegangen. Okay, dann quäle ich mich nochmal aus dem Bett. Ich konnte nicht schlafen, sowieso. Und dann ist mir eingefallen, ich sollte ja noch beim Chef klopfen. Schnell hab Rix zurecht gemacht. Dann gehe ich zu DJs Tür und klopfe an. Du hörst ein Klopfen. Nun, ich öffne die Tür. Oh, das seid ihr ja. So ist es. Kommt rein, kommt rein. Es ist nämlich an eins der besseren Zimmer. Auch in deinem Zimmer war das Fenster offen. Gut, ich schließe es. Nun, ich stelle zwei Gläser hin. Ich habe Rotwein von zu Hause mitgenommen. Schenkt euch ein Glas ein. Fein, fein, aber ja. Lasst uns ein bisschen reden. Bitte, schenkt euch einen. Ihr habt euch noch unterhalten? Ja, kurz. Bis sie das Fettnäpfchen Ultra gefunden. Cheers. Da ist die doch glatt Deutsche, die Zee. Mhm. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich über die ganze Sache hinweg bin. Naja. Nun, aber das ist ein gutes Stichwort. Ich würde es für eine gute Idee halten, wenn ihr... Nun, wie soll ich sagen, ihre Sympathie für euch gewinnt. Wir müssen etwas mehr... Nun, Mr. Jones wird es kaum schaffen. Warum nicht? Bei mir ist sie augenscheinlich am ehesten hinter dem Geld her. Nun, und Leraft ist wahrscheinlich doch etwas über ihren... Ich bin hübscher als ihr beide. Hör mal, das ist, sie hat da was geäußert, was mich etwas stutzig stimmt. Da musste ich tatsächlich darüber nachdenken, ob ich meinen Verdacht, sie wäre nur wegen Geld hier, noch einmal überdenke. Ich denke nicht, dass es ein geschickter, ja, Trickser doch vermag, so speziell zu raten. Du kennst doch unsere kleine Zucht im Keller.
Natürlich. Oder unsere Pläne oder Versuche. Die Dame hat mich punktgenau darauf angesprochen. Aber woher weiß sie das? Nicht ja. mal Miss Neville wusste davon. Denn das naja. Hat erst angefangen. Naja. Ja. Das ist zumindest ein Thema, mit dem sie sich nicht auskennen dürfte. Es könnte natürlich auch sein, dass sie uns schon länger beobachten lässt. Ich würde nichts ausschließen. Und wir sind auch nicht gerade vorsichtig. weißt du noch, die Klappe? Das war vielleicht was. 3 Stunden haben wir das Ding gesucht, jetzt weißt du noch. Und wo war es dann? In deinem Zimmer. Ja, ich will auf jeden Fall noch einige ihrer Fähigkeiten sehen, dann ich lasse mich gerne überzeugen, denkt dass denn, sie keinen sie Stuss redet. Denkt ihr denn, dass sie wirklich Fähigkeiten besitzt? Dumm ist sie nicht. Ja, nützlich? Wahrscheinlich. Intelligenz halte ich jetzt nicht für eine Fähigkeit, sonst wäre ich... Denken wir so, Deeds. Selbst wenn sie nur auf Publicity und PR aus ist. Sie ist doch keine dumme Person und kann uns sehr wahrscheinlich... sehr unterstützend zur Hand. Nun, trotzdem, ihre Motive sind mir noch nicht ganz klar. Ja, deine mir auch nicht. Nun, ich habe dir eigentlich alles erzählt von ich weiß doch meiner was. Frau und meiner Tochter. Und du weißt, wir haben einen Plan. Und eigentlich erzähle ich niemanden davon. Zumindest niemand, der heute noch lebt. Auch das hat sie angesprochen. Möchtest du etwas tun in der Zwischenzeit? Weil jetzt reden sie schon ziemlich lang. Lauschen. Jetzt würdest auch du hinaufkommen. Und das war jetzt aufgedeckt. Ja, ja, ist kein Problem. Mach eine Probe auf Wachen. Was habt ihr bei den Horchen? 30. 20. Eine reguläre Probe auf Verborgen bleiben. Warum nicht auf Horchen? Nicht geschafft, leider. Nicht geschafft. Okay. Während ihr so redet, hört ihr, dass die Dielen draußen scheinbar ziemlich locker sind und eine davon knarrt plötzlich. Ich rede weiter mit dir, geh rückwärts zur Tür. So, bewegt dich jemand. Und mach sie auf. Dort steht Aurelia von Güldenstein. Herein, Miss. Danke, Mr. St. Martin. Ich wollte gerade klopfen. Doktor, Sie sind ja auch noch wach. Was macht ihr denn hier? Nun, ich komme gerade von unten. Ich muss sagen, Ihr Butler spricht wirklich nicht gut von Ihnen. Nun, der alte Leraf. Ihn und mich verbindet eine lang, lange Beziehung, die niemand verstehen und niemand zerstören kann. Noch nicht. Nein, niemals. Das sind Sie, Vater. Wussten Sie das? Natürlich nicht. Letztendlich kann er sich gar nicht aufregen, denn letztendlich war er mich aufgezogen. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also selber schuld, kein Mitleid. Aber erzähl doch mal, was habt ihr dann mit ihm gesprochen? Nicht viel, nicht viel. Wir haben uns nur über unsere gemeinsame Vorliebe für einen gut qualitativen Tee ausgetauscht. Hm. Ihr trinkt gerne Tee. Durchaus. Und ich muss sagen, der englische Tee ist um Welten besser als der zu Hause. Wie ist es denn mit Rotwein? Da sage ich auch nicht nein. Dann möchte ich euch doch bitten, Platz zu nehmen. Ich nehme noch ein Glas und schenke ein. Danke, Doktor. Sehr, sehr nett. Bald nichts mehr. Ich muss mich wohl bei dir entschuldigen. Aurelia. Dieses Kommentar von wegen, ja, du bist Deutsch. Nun, Lawrence, was ist da los? Aufgrund meiner Vergangenheit, lassen Sie mich es sehr kryptisch formulieren, bin ich nicht so positiv den Deutschen gegenüber eingestellt. Nun ja, aufgrund der Vergangenheit kann ich das doch durchaus nachvollziehen. Kriegsgeschichte und so weiter, aber nicht jeder Deutsche sollte über den Kamm geschert werden, genauso wie man nicht jeden Engländer über den Kamm scheren sollte, oder möchten Sie oder zum Franzosen. Oder Franzosen, was auch immer nun Franzosen hier zu suchen haben, jetzt in diesem Gespräch. ja. Ich denke, Le Raft ist ursprünglich aus Frankreich, nicht wahr? Nein, das ist nicht. Nun, es freut mich, dass ihr euch wieder
versteht. Mir liegt sehr viel daran, dass unsere wackere Truppe sich gut versteht und Sympathien füreinander hat. Was plant ihr denn für morgen? Habt ihr denn schon Ideen? Nun ja, man sollte sich doch mal mit den hier Ansässigen unterhalten. Gerade mit diesen Zeugen, die das Geisterschiff gesehen haben sollten. Und ich meine, diese Klippe, man hat sicherlich einen guten Blick über das Meer. Vielleicht könnte man auch dort hinaufgehen und sich ein wenig umsehen. Haltet es denn für eine gute Idee, wenn wir die das gesehen haben, diese drei Personen, von denen wir jetzt wissen, geschlossen als Gruppe aufsuchen? Vielleicht fühlen sie sich von vier oder fünf Leuten, die dann vor ihnen stehen, eingeschüchtert. Nun, Doktor, das klingt durchaus vernünftig. Ich denke, ich bin doch am besten dafür geeignet, die Herren und die Damen zu befragen, könnte man sagen. Dann würdet ihr das übernehmen. Selbstverständlich. Vielleicht möchte jemand von den Herren mitkommen. Ich würde euch gerne Sie, Doktor? Das an Martin empfehlen, der das mit euch gemeinsam macht. Ihr wisst, wie ich normale Bürger finde. Nun, Doktor... Ihr wisst, wie ich normale Bürger finde. Nun, Doktor, Sie scheinen ja doch durchaus der überzeugendste hier in dieser Runde zu sein. Vielleicht kommen Sie selbst mit. In dem Moment schalte ich auch für dich. Le Raft in der Tür mit den Worten: Ich werde jetzt zu Bett gehen, Doktor. Benötigen Sie noch etwas? Le Raft! Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ebenfalls, Sir. Mögen Sie angenehm ruhen. Ah, auch du. Auch du. Dann dreht er sich um und geht zu seinem Zimmer. In das Zimmer, oder? Wo er schon liegt. Eigentlich schon. Nein, ihr habt drei Zimmer. Ja, und eins ist deines, mein Zimmer. Unseres und ihrs. Ja. Gut. Vielleicht sollten wir uns dann auch schon langsam zu Bett begeben, damit wir morgen ausgeruht sind. Wenn ihr wirklich meint, ich soll mitkommen, dann werde ich mit euch mitgehen. Nun, Doktor, ich denke, das wäre durchaus unserer Unternehmung zuträglich. Hm. Doch, seid aufgeklärt darüber, dass ich bin ehrlich, mir noch nicht hundertprozentig sicher bin darüber, wie sehr ich euch traue. Außerdem möchte doch morgen bitte jemand eventuell die Zeitung im Nachbarort besuchen. Nun, da Sie diesen hervorragenden Vorschlag gemacht haben, schlage ich doch vor, Sie übernehmen das, Mr. St. Martin, Lawrence, Entschuldigung, zusammen mit Mr. Jones. Mhm. Ich finde es interessant, wie ihr die Gruppe hier einteilt. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir nicht unbedingt die Charmantesten sind, die Geheimnisse aus jemandem herauskitzeln können. Nun, Lawrence, ich vertraue da ganz auf Ihren Erfindungsgeist. Mr. Jones, mach eine Probe Forschung, bitte. Ich? Ja. Du bist Mr. Jones. Schon, ich bin das schockiert. Nein, um drei Punkte nicht geschafft. Okay. Du spürst, wie dich jemand rüttelt. Jones! Jones! Sind Sie wach? Jones! Herrgott nochmal! Du siehst, dass Le Ruff dich rüttelt. Ruff. Hören Sie das? Ich lausche. Ich reibe mir den Schlaf aus und lausche. Was soll ich hören? Mach eine Horchenprobe. Ich mache eine Horchenprobe. Normaler Erfolg. Normaler Erfolg. Zuerst hörst du nichts, aber dann wird dir klar, was Le Raft meint. Das Fenster ist immer noch offen und schlägt in sachtem Rhythmus an die Innenseite der Holzwand. Und durch diesen Regen hörst du den Klang einer Flöte ins Zimmer getragen. Aber es ist kein Musikstück, das irgendwelchen Regeln der Musik folgt, sondern es sind kurze, abgehackte Musikstöße, die irgendwie fast kakophonisch anmuten und nichts mit irgendeiner Melodie zu tun haben, doch aber scheinbar irgendeinem Plan folgen, irgendeinem Rhythmus folgen. Hört sich die Musik so an, also hört sich diese Flöte so an, als würde sie von der Straße unten kommen, oder
wird sie vom Wind einfach von ihr genommen. Ja, zweiteres. Sie kommt okay. Von sehr, sehr weit weg. Und Laraft steht schon am Fenster. Er sieht hinaus. Du siehst, man sieht nichts da draußen. Es regnet, es ist dunkel. Und von irgendwoher könnte über das Meer sein oder begünstigt durch das Meer trägt der Wind diese leisen Geräusche. Eine Flöte. Raft, habt ihr schon mal sowas gehört? Nein. Ich auch nicht. Ich bin auch in Banause. Das klingt gar nicht so, als würde es von irgendwo von der Straße kommen. Es kommt... Nein, das muss irgendwo Wasser oder noch weiter her sein. Raft, das ist gruselig. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich sie geweckt. Haltet mich. Ich bin nicht Raft. Ich hätte gedacht, halt. Nun ja, er schließt energisch den Fensterladen und setzt den Riegel vor. Gut gemacht, Laraft. Muss nichts zu bedeuten haben. Nein, aber... Ich möchte nicht alleine schlafen. Wir nachsehen, ob man ein Geisterschiff sieht. Naja, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja. Aber jetzt, das wirklich stimmt, ich möchte kein Sklave auf einer Galone sein. Ich genauso wenig. Lass uns schlafen gehen. Na gut, dann verzeihen Sie mir, dass ich Sie geweckt habe. Und, gute Nacht, Mr. Jones. Gute Nacht, Laraft. Und er legt sich in sein Bett. Und ihr geht dann auch zu Bett? Ja, Dr. Deed im Einzelzimmer. Du hören wir das irgendwie? Nein, das habt ihr keine Chance, das zu hören. Und St. Martin geht als einziger dann auch in das Zimmer, wo Jones und Laraft schlafen. Ins Zimmer, aber nicht ins Bett. Ich habe so viel Kaffee getrunken. Ich arbeite an meinem Zeug weiter. Ich löse einfach mal ein bisschen, bis die Sonne aufgeht. Okay, kannst du tun. Notiere ich mir aber. Ja, passt. Gut, dann ist jetzt Zeit für unsere erste kleine Pause. Bis gleich.